Stream-Titel. Sea of Thieves. Live und in Farbe exmatrikuliert. Sehr gut. Ich habe aufgehört. Müsst ihr mal nachfragen. Ich kann bloß gerade nicht, weil ich muss gerade durch. Warte mal. Mach mal kurz die Videos auf leise. Nehmt ihr eigentlich noch auf? Ja, selbstverständlich. Ja. Okay, nehmt noch auf, ja. So. Richtung Norden. Nur direkt. Und dann direkt die erste Insel. Oh, nice. Oh ja, ich sehe sie. Genau. Wir wollen nach Norden, du Idiot. Das ist nicht Norden. Das ist ein Stein. Mein Kompass sagt eindeutig, das ist Norden. Ja, aber vor uns ist ein Stein. Ja, den sehe ich. Da fahre ich ja dran vorbei. Ja, wir wollen so nach Nordosten ein bisschen, aber ja. Ja, die Insel halt, ne? Ja. Was mit dem Vorbei funktioniert nicht ganz. Nicht? Okay. Oh ja, ich sehe es. Das lässt sich korrigieren. Einen beherzten Griff ins Steuerrad. Es würde mir helfen, wenn du das Segel vorne ein bisschen in den Wind stellen könntest, dann sehe ich nämlich auch was. Die sind alle im Wind. Was? Das Vorderste nicht. Das Vorderste. Oder die Wand. Ja. Oh. Die Ruderboote nachher auspacken. Keine Ahnung, die stehen manchmal auf den Inseln rum, oft habe ich ja immer nicht gesehen. Anker ist bereit? Jo. 3, 2, okay. Fast eins bisschen früh. Sind wir ja wirklich auf der richtigen Seite der Insel gelandet, das ist natürlich ärgerlich. Aha, das war keine Schlambereien hier. Thank you.
Willst du die hier nehmen, ich hol die andere, oder? Ja, ich bin gerade verwirrt. Wo bin ich? Hier bin ich. Bin falsch. Wo ist Norden? Ha, Moment. Du weißt, wo wir waren, ne? Überhaupt nicht gerade. Ich bin gerade vollkommen raus. Wunderbar. Ich bin gerade vollkommen falsch. Bist du oben rauf und holst die andere? Ja, eine Sekunde. Ich muss erstmal hier das freundliche Skelett aufschießen. Oder willst du dich hier mitnehmen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wer ist. Wie gesagt, ich bin gerade vollkommen falsch die Klippe runtergesprungen und die Orientierung gerade vollkommen verloren. Jetzt habe ich zu spät. Hauptsache, die Schlange überlebt einen Shotgun-Schuss in die Fresse. Das muss ja nett sein. Ja, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Hier oben ist direkt eine Kiste. Nimmst du die mit? Jetzt sehe ich wieder was? Jawohl. Wie? Ich habe hier so einen super geilen Auftrag angenommen. Wir kriegen Truhe des Seefahrers? Really? Outcome, das ich mir jetzt vorgestellt habe. Welches Level bist du eigentlich bei den Goldholdern? 22. Dann machen wir es mal so. Man kann doch nur noch einen Auftrag jeweils mitnehmen, leider. Man kann drei mitnehmen, oder? Mir hat sie nicht erlaubt, noch einen zu kaufen, komischerweise. Das ist doch schon wieder hart am Ruckeln. Was ist denn hier los? Kapitel so, da 1. Müssen wir jetzt auch was ordentliches rausbekommen. Freude. Wo bist das du ist eine Level 40 Quetz. Ah, okay. Quest. Das ist natürlich noch ein bisschen was also, anderes. Quetzt. Ja. Gute alte Quetzt. Kannst du das Level 22 bei irgendwas sein? So lange spielen wir tatsächlich noch gar nicht. Sharkbait Cove und... Crooks Hollow, glaube ich. So, dann stelle ich schon mal das Boot etwas ein. Genau. Einmal nach Osten, bitte. Bei 18,8 GB. Ihr seid über WLAN drin, ne? War das nicht so? Oh, ich hab die beide Kopfhörer nicht mehr auf. Oh, wir fahren genau auf das Piratenschiff zu. Entweder wir machen wirklich schnell vorbei oder wir kriegen ein kleines Problem. Dann geh erstmal in den Süden, glaube ich. Wir können... Ja, Südwest. Okay. Also genau dahin, wo wir hingeguckt haben vorher. Aber wo ist das Schiff? Das fährt doch da vorne. Ah, oh Gott, nee. Südwest. Ja. Hinten zum Schippern, aber ob das lohnt, ist die Frage.
Achso. Ja, das ist jetzt belastend. Ich bin ja jetzt an Bord, also. Naja, das sehe ich vollkommen anders. Wir haben extrem wunderschöne, viele Kanonenkugeln. Kann ich nicht schießen? Unterschlüsselt, ja, wenn ich das mal gefragt mache, dann wird es noch länger dauern. Ja! Hallo? Wieso hat das Ding keine Hitbox? Was ist da los? Das ist eine sehr gute Frage, ich konnte es auch nicht treffen. Oh ja, schön, Dank auch. Wahrscheinlich, weil es dich hat, kann das sein? Oh, jetzt hat mich auch eins. Sag ich. Ja. Das Schiff sinkt. Es ist verloren. Ach, das ist doch beschissen. Komm halt nicht aufs Schiff, das ist viel schlimmer. Oh, jetzt bin ich mit Schiff untergegangen. Och man, Leute. Hätte nämlich wenigstens mal die Kanonenkugeln rausholen können. Ich habe gerade herausgefunden, dass es für diese Bosch Minischraub-Dings ist, Kork-Aufsatz gibt. Um halt den Kork-Aufsatz? Um aus der Weinflasche den Korken rauszuziehen. Sehr schön. Und eine Pfeffermühle. Kannst du dann oben drauf packen und hast eine Pfeffermühle. Sehr schön. Warum? Das sind doch geile Typen. Ach, Mann. Warum? Also hier sind die Truhen der Seefahrer, sind unsere beiden Schusskisten hier, Schießpulverfässer. Das ist ein Hai! Hi! La 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 la. So, 20 Gigabyte von. Wo ist die Hure hier? Ja, wenn der Mainz durch ist, geht eins. Ich bin auf der anderen Seite der Map. Keine Chance. Ach, ich darf das Schießpulver fast nicht mitnehmen. Ja, schaffe ich es von hier aus zur nächsten Insel zu schwimmen? Ich kann es probieren. Immer wenn ich was anderes Folge spiele, spielt das Update ab. Was? Wirklich? Ja. So. Oh, das Backup machen. Aua. Uiuiuiui. Da hat mich aber was angecharged. Das ist aber auch sehr krass, wie hart der Stream noch am Ruckeln ist. Es gibt gar keinen Grund, dass der ruckelt. Das hat noch nie geruckelt, wenn ich mit dem Ding... Ach, übrigens, Jonas. Hm? Hallo? Ja, ich bin da.
Achso, ja. Ach Gott, ich habe, warte mal, ich habe das leise gedreht, warte mal, deswegen habe ich es gar nicht vernommen, dass du mir. Ja. Ich hatte übrigens eine letzte schöne Begebenheit. Ich setze mich an meinen Rechner, um weiter an meiner Arbeit weiterzuschreiben. Mhm. Und wollte die ganzen Sachen mal backuppen auf meine Western Digital Platte. Ja. Nur um dann festzustellen, dass diese gestorben ist. Wie jetzt deine HDDs im Arsch? Nein, meine externe Backup-Platte. Oh, scheiße. Von Western Digital. Ja, die stecke ich an, die meldet jetzt keinen Fehler und die wird aber einfach, die Festplatten drehen sich nicht mehr drin. Scheiße. Die ist erstmal tot. Zum Glück habe ich keine wichtigen Daten drauf gebackupt. Ja, Alter. Allerdings. Ich hatte eigentlich vor, meinen Rechner, da muss ich dringend nochmal eine Lösung überlegen, weil das wäre schlecht gewesen, wenn da wichtige Sachen drauf gewesen wären. Ja, die hat jetzt jetzt muss ich kurz rechnen, wie lange sie im Dienst war, nach 5 Jahren ihren Dienst aufgegeben. Das ist fast ein bisschen früh für eine HDD eigentlich. Das ist eigentlich ein bisschen früh. Naja. So. Zumindest kann es Microsoft und seinem extrem langen Update verdanken, dass ich soeben meine Abschreibarbeit abgeschlossen habe. Ja, immerhin. Ein Fortschritt. Alter, das nennt sich Exzellenzuniversität. Das kannst du dir nicht geben. Was? Ja, ich habe mein Geld fristgerecht bezahlt und kriege jetzt eine Exmatrikulation zugestellt. Das muss echt nicht sein. LOL. Was? Ja, keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen, ganz ehrlich. Ja, gut. Das Geld haben sie dir aber nicht zurücküberwiesen, ne? Natürlich nicht. Also. Ja, dann darf ich da jetzt wahrscheinlich mal wie heißt das? Jonas, ey. Das ist schon direkt wieder. Direkt Semester schon direkt exmatrikuliert. Ja, es ist Technik, die begeistert. Ja. Ey, das muss doch nicht sein, ganz ehrlich. Nee, das muss nicht sein. Schreibst du so eine gute Medieninformatik-Klausur, dann ist extra artikuliert. Ja, wir haben ja uns alles immer so drüber lustig gemacht über die Medieninformatik. Hab ich ja bestimmt auch schon mal ein paar Geschichten gedroppt. Und die Medieninformatik-Prüfung war halt so eine Prüfung, vor der wir richtig Angst hatten, weil das so Fragen waren, wie zum Beispiel, habe ich auch bestimmt schon mal erzählt, ja, wie ist das Wetter draußen in Anbetracht mit der Wahrnehmung der Weberschen Gesetze, aber die Frage, die dann wirklich am Ende steht, ist, wie hoch springt die Katze, wenn sie stirbt? Ja, das war so ungefähr die Prüfung. Und deswegen hatten wir entsprechenden Respekt vor diesen Aufgaben. Und ich habe mit Abstand die beste Prüfung geschrieben in Medieninformatik mit einer fucking 1-3. Das ist halt ärgerlich, weil ich habe mich schon über meine Mathe 2-0 sehr gefreut, weil das war, naja, kaum möglich eigentlich. Ich keine Ahnung, wie ich da reingelackt habe. Aber Medieninformatik 1-3 relativiert es nochmal so und das ärgert mich, weil ich dachte nicht, dass das eine gute Note wird. Sehr gut. Oder, ja. Ja, ja. Ja, genau. Sehr gut. LOL. Ja. Ja, du kannst dich ja freuen jetzt. Ja. Das muss einfach nicht. Und entspannt, aber jetzt interfragst dich ja eh nicht mehr interessieren, weil du bist eh ja eh nicht mehr. Richtig. Ja. Schön war's, oder? So, was machst du jetzt? Ey, kann doch nicht wahr sein. Du bist so unter den besten Prozent in dem scheiß Uni. Und ja, so, nee, den brauchen wir nicht. Den Exmatrikulieren wir einfach mal komplett random. Dankeschön. Ey, du warst wahrscheinlich einfach eine unangenehme Person. Genau. Und du musstest weg. Ist doch schön sowas. Du musst einfach so lange Windows benutzen, musst du exmatrikulieren. Ja, genau. Was für ein Betriebssystem benutzen Sie? Windows. Okay. Herr E-Mail ist verstanden. Sie haben ihr Leben verwirkt. Okay, ich ganz ehrlich, wenn ich dann zum Immeramt gebe, klebe ich den Exzellenzsticker auf die Tür. Also was soll das denn? Oh, das ist vor allen Dingen, es ist einfach so sinnlos, weil die haben ja über die gesamte Woche 8 Stunden offen im Amt. Das heißt, du musst dann irgendwie so Freitag von 13 bis 15 Uhr da ankommen. Ja. Danke. Und dann darfst du denen irgendwie noch was mitbringen, hast du nötig das Zettelchen wieder nicht mit und noch, boah, hab ich überhaupt keinen Bock drauf jetzt. Dann bring einfach alles mit, was du hast. Das mach ich auch. Ich meine, ich kann momentan meine Mensa-Karte nicht verlängern, weil ich keinen fucking Ausweis habe. Ja. Warum ruckelt der Stream as fuck? Et Anna Maria, ich brauche meine 760 wieder. Ach so,
Es wurde gerade eine Nachricht von Jonas an dich adressiert. Er braucht seine Grafikkarte wieder. Ah! Jetzt habe ich nämlich das noch heißt, Friends. Wir müssen mal gucken, dass wir für dich eine neue finden. Oder für mich eine neue. Oder für Jonas eine neue. Oh, oh, ja, oh Gott, nein! Ich bin vom Schiff gefallen! Zieh den Anker! Ich glaube, du kannst Discord wieder anmachen, das beeinträchtigt dich. Oh Gott, ich hab's gesehen! Wir haben das Schiff auf dem Sand geparkt. Oh, scheiße! Es ist lustig, Jonas hat das Schiff auf dem Sand geparkt. Ja, Frauen am Steuer, ne? Das Problem war, dass da niemand am Steuer war. Das ist ein bisschen kritisch. Achso, es war niemand am Steuer. Das, natürlich. War das Schiff ist komplett Autopilot gefahren gerade. Sehr gut. Und Jonas ist übrigens immer exmatrikuliert. Ja. Aber. Völlig random. Und eine zu guter in die Arbeit. Ja. Zu gut. Prüfung abgelegt, genau. Ah! Ist gerecht, Semestergeld. Kommt vom automatischen System. Tja. Ja. Trotz Mathe. Nee, was war's? Mathe 1,3? Ja, das wäre schön. Nee, Emi. Achso, okay. Ja, also wie gesagt, also ich bin mit meinen Noten sehr zufrieden insgesamt. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber mich nervt bloß der Aufwand, der jetzt dahinter stehen wird. Dass ich da jetzt überall hintackeln muss und dort flehen muss. Ja, immatrikuliert mich bitte wieder, weil ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, ein halbes Jahr auszusetzen. Also mal ganz ehrlich. Das muss halt alles überhaupt nicht sein. Ja, also wenn ich jetzt ein halbes Jahr aussetzen müsste, wäre ich professioneller Streamer und YouTuber. Influencer. Ja. Also dann wird der Kanal gepusht. Du kannst doch einfach weitermachen und ja, dann mach ich auch. Die Prüfung doppelt ablegen. Ja. Dann wird das passieren. Ja, nur, dass ich mich halt in keine Übungsgruppe einschreibe. Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Das wird ja jetzt umgemacht. Werde ich jetzt erstmal automatisch aus den ganzen Übungsgruppen wieder ausgetragen? Wahrscheinlich. Weil lol, dann rücken jetzt alle nach und ich habe keine Plätze mehr oder was. Du Alter, gehst einfach weiterhin hin. Kotzen. Wie jeder andere Mensch auch. Ja, natürlich. Es ist bloß einfach, dass ich jetzt die Übung in SVT zum Beispiel nicht abgeben kann. Darum geht's mir. Ja, das ist doch super, oder? Ganz ehrlich, ich hol mir einen Joghurt.